Herzlich willkommen bei Nahe dran, dem Umfragemagazin aus der Nahe Region. Heute sind wir in der Ida-Obersteiner Fußgängerzone. Deutschland ist ein Fußballland. Das beweisen wir alle 4 Jahre bei der Fußball-WM aufs Neue. Als bisher dreimaliger Gewinner ist der Fanhype rund um das runde Leder gigantisch. Doch sind wir jetzt schon auf die Fußball-WM eingestimmt? Wir fragen nach. Eigentlich nicht. Ich habe schon den Spielplan zu Hause liegen. Da haben wir gerade gestern noch drauf geguckt, wann das erste Spiel ist, dass man sich das einstellt. Und die Uhrzeiten haben wir schon drüber geredet zu Hause. Und da werden wir auch die Deutschland-Spiele auf jeden Fall gucken. Und andere gucke ich mal dann aus, warten wir gerade. Ja, ich habe mir natürlich ein paar Spielpläne schon mal angeguckt. Eröffnungsspiel ist jetzt, glaube ich, Brasilien gegen Kroatien, meine ich. Und ich bin da schon einfach allgemein voller Vorfreude. Etwas. Aber wie gesagt, nicht wie gesagt, sondern im Moment sind ja andere Dinge noch, haben eine andere Dinge Priorität. Champions League, DFB-Pokal. Von daher, wenn das mal vorbei ist, dann geht die WM los. Vor ein paar anderen Tagen habe ich die erste Halbzeit von der Fußball von dem DFB-Pokal im Halbfinale geguckt. Und dann habe ich mich somit vorbereitet, damit ich das auch später bei dem anderen machen konnte. Und das eine, das Dortmund gegen Wolfsburg, das hat mein Papa noch nicht mal gewusst, dass das kommt. Und dann habe ich das erste Programm angeschaltet und dann auf einmal kam das. Was halten Sie generell vom Fußball? Fußball ist ein klasse Sport und sehr unterhaltsam. Der Teamgeist ist gefordert, es gibt Einzelkönner, es gibt schöne Tore. Da passt einfach alles, finde ich. Fußballfan auf jeden Fall. Also Deutschland, Italien und Bayern-Fan. Ja, Fußball ist ein Massensport, ein Publikumssport und ist der erste Sportart in Deutschland. Manchmal ist es leider ein bisschen sehr hoch gespielt, es wird alles übertönt, egal welche Klassen. Aber es gibt ja noch andere Sportarten. Aber sonst ist Fußball schon, gucke ich gern. Ja. Ja. Wie groß? Also was WM angeht, wie groß? So groß oder so groß? So groß, oder? Ja. Was halten Sie denn davon, dass die diesjährige WM in Brasilien stattfindet? Eher nicht so toll, weil es gibt viele Deutsche, die dort gar nicht hin können. Also es soll danach schon die Möglichkeit sein, die Fußballspiele live zu sehen, sage ich jetzt mal. Und das ist für viele Fans nicht möglich. Brasilien ist natürlich eine der Fußballnationen schlechthin. Vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen abgeschlagen von Spanien, Deutschland, den Großen. Aber Brasilien natürlich, das Land ist Samba, schöner Fußball. Aber warum nicht? Die waren dran. Nur wie sie mit dem Klima zurechtkommen, die anderen, die Europäer, das weiß man nicht. Muss man abwarten. Ich finde es eigentlich sehr schön. Ich auch. Weil da immer, wenn man dann so vorher guckt, dann sieht man irgendwas zwischen Brasilien und da ist, glaube ich, diese Freiheitsstadt, da bin ich auch ein. Ja, diese große mit dem Mensch, der sich so ausbreitet. Genau. Ja. Genau. Es ist nur schade, dass man nicht so eben mal dann vorbeischauen kann. Also welches präferieren Sie denn generell? Bei der bei Fußballmannschaften natürlich Deutschland. Das ist, glaube ich, wie hier die meisten in Deutschland, hat man dann so ein bisschen den Nationenstolz. Ja. Deutschland! Deutschland, klar. Deutschland, aber ich glaube nicht, dass sie unter diesen Bedingungen, also in Südamerika, die Weltmeisterschaft, dass in Südamerika die Weltmeisterschaft ist, auch dort Weltmeister werden. Das wird schon sehr, sehr schwer. Dann tippe ich eher auf Brasilien als Weltmeister. Das kann ich nicht sagen. Also ich meine, wir haben ein gutes Team, aber ich muss auf einmal sagen, der Löw hat jetzt eine gute Truppe zusammen und viel Auswahl, aber hat noch keinen Titel geholt. Deutschland und Italien. Also auf jeden Fall das Finale mit ganz vielen Leuten zusammen gucken, das wäre cool. Ja. Deutschland hat es wieder mal bewiesen. Wir sind schon total heiß auf Autokorso, Public Viewing und dem Feiern unserer Nationalelf.